davon träumt, glaube ich, Hoffenheim immer noch, Bayern München zu Hause zu schlagen. Ja, haben uns natürlich immer vorher getroffen, ein paar Bierchen gezogen, so wie es halt fast alle machen, ins Stadion gegangen und haben die Jungs angefeuert und haben gehofft, dass sie das Spiel gewinnen. Und wenn du hierher gekommen bist, dachtest du, was ist denn jetzt los? Ja, das war halt, den Ruf hatte Cottbus früher, die waren einfach Kämpfertrupp. Wenn wir da hinfahren, da wird es schwer, was zu holen. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite, deswegen kann ich mich gut reinversetzen in die Fans, ja, wie sie sich fühlen. Du hast oft genug gefeiert und dann musst du mal damit umgehen, wenn du mal in die Fresse kriegst. Also ich als Fan, der viele dieser Spiele, die dort im Film auch so ein bisschen angerissen wurden, miterlebt hat, durch diesen Film ist einem nochmal richtig bewusst geworden, welchen Niedergang der Verein eigentlich in den letzten Monaten vollzogen hat. Welches Herzblut die Fans in den Verein gesteckt haben. Das ist sehr gut transportiert worden. Also deshalb für den Film Daumen hoch, für die Entwicklung des Vereins natürlich Daumen runter. Mir hat der Film ganz gut gefallen. Ich fand, dass er sehr gut gezeigt hat, was eigentlich Energie Cottbus für die Region bedeutet, wie die Fans und die ganze Region eigentlich mitgefiebert hat bei den Aufstiegen und eben auch beim Abstieg. Und es war ein recht emotionaler Film und man kann nur hoffen, dass Energie wenigstens die Liga jetzt hält. Super Film, hat die ganze Stimmung gut eingefangen. Schön die Szene mit der Krankenschwester. Fein, dass die Lausitzer Rundschau immer wieder zitiert wird. Leider ohne unser Logo. Es ist die Lausitzer Rundschau, deren Online-Blog da immer wieder gebracht wird. Zeigt ein schönes Stück Filmfestival und das Filmfestival insgesamt. Tolle Stimmung in der Stadt. Klasse. Ich muss mal sagen, war eine sehr kurzweilige halbe Stunde. Mit zwei Aha-Effekten eigentlich. A, habe ich gestaunt in diesem kurzen Zeitraum, den der Film abbildet, wie viele Trainer wir hier, also wir, auf der Trainerbank schon sitzen hatten. Ja, mir ist der Nachname von Herrn Schmidt zum Beispiel gar nicht eingefallen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und mir ist aufgefallen, wie schnell man sich an die dritte Liga gewöhnt hat, leider. Ja, also so Mannschaften wie Kaiserslautern und Karlsruhe, die dann im Film auch vorkommen, das ist irgendwie schon im Kopf so total lange her. Ja. Ich muss nur sagen, eine halbe Stunde Daumen hoch. Ja, also, er war schon sehr bewegend, fand ich. Ab und zu waren so ein paar Längen drin. Den Anfang fand ich auch ein bisschen eigenartig, aber im Prinzip so. Ich muss ehrlich sagen, dass ich genauso wie die Fans von Energie Cottbus mit dieser Region lebe und deswegen mich in eine Niederlage oder ein Abstieg von Energie genauso bewegt, wie mich ein Sieg zu viel, viel Freude, also wie mich ein Sieg begeistert. Ich denke, wie wir in der Stadt gefeiert haben beim Aufstieg in die erste Liga, das war einfach unbeschreiblich. Deswegen finde ich, dass der Film Stimmung, die Region, im Prinzip meine Heimat widerspiegelt und das ist toll. Insgesamt hat mir der Film ganz gut gefallen. Er hat vor allem eins sehr schön eingefangen, die Emotionalität, die mit Fußball verbunden ist und die auch die Faszination von Fußball ausmacht. Und das kommt total gut rüber. Man kann das nachempfinden, wie diese Begeisterung und im Guten und auch die Verzweiflung, wenn die Mannschaft absteigt, wie das die Menschen hin und her reißt und wirklich emotional hin und her wirft und all diese Sachen, das kommt total gut rüber und es kommt auch wirklich auch so dieses Lausitz-Gefühl ganz gut rüber. Rein handwerklich, naja, also diese kleine Rahmenhandlung mit der Ärztin war vielleicht ein bisschen überflüssig und ja, die Rundschau ist immer wieder so schön im Bild gezeigt worden, ohne dass man mal gesagt hat, das war übrigens hier die regionale Heimatzeitung und so, ne? Ansonsten insgesamt fand ich den Film aber ganz gut und für jemanden, der nicht aus der Region kommt, dem vermittelt er wirklich auch ein Stück Lausitzgefühl. Und das finde ich ganz gut. Das ist die schönste Nebensache der Welt. Das ist so und das bleibt so. Und der Film insgesamt, naja, mein Urteil ist gemischt. Ich fand den Film sehr gut, vor allem emotional. Gefallen hat mir explizit die Zusammensetzung aus Trainerstimmen, Fanmeinung und auch Spielerinterviews. Und ein besonderes Plus kriegt für mich der Schluss.
Es ist natürlich ein trauriger Film, weil er hauptsächlich von einem Abstieg handelt. Nicht? Also die Cottbus im Abstiegskampf bis eigentlich kurz vor dem Antritt von Vasile Miljuta, der allerdings eben nach Kanzlerinnenmanier sagt, wir schaffen das. Und das ist natürlich eine hervorragende Pointe dieses Films, die das ist eigentlich das Beste an dem ganzen Ding. Ist ja auch dann eben optimistisch gemeint, nicht? Und ein bisschen mehr vielleicht von den Spielen hätte ich mir dann doch gewünscht, das ist doch sehr aus der Sicht der Fans gedreht, ist sicher die Absicht, aber man will ja auch das eine oder andere Tor noch mal sehen, wenn es eins für Energie Cottbus gegeben hätte, es gab ja zu wenig, nicht? Also ich sage mal Mittel.